Eine neue Woche ist um und ich bin mal wieder fertig mit dem Training und mit all den neuen Dingen, die ich gemacht habe diese Woche für die Saison 2023. Und ich hoffe, euch hat die erste Episode mit dem etwas theoretischeren Anfang gefallen. Und heute geht es ein bisschen mehr darum, was heute diese Woche so passiert ist. Aber vor allen Dingen geht es heute ein bisschen mehr um das Thema Dehnen. Denn damit begann tatsächlich der Montag, nachdem ich am Sonntag ja eigentlich eine Bergtour hinter mir hatte, beginnt der Montag entspannt mit Regeneration. Und das mache ich am liebsten mit Dehnen. Und genau da habe ich einige Aufnahmen gesammelt und vor allen Dingen habe ich einige Übungen gemacht. Und hier zeige ich sie jetzt euch mal kurz, was für Übungen das so sind. Ich persönlich muss ehrlicherweise sagen, ich habe keinen Namen für diese Übungen. Ich kenne sie, ich habe sie von meinen Physiotherapeuten so mitbekommen, aber so wirklich wissen, wie sie heißen. Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da ein bisschen mehr dazu wisst, ob die irgendeinen Namen haben. Viele Sachen davon kommen ja auch aus dem Yoga irgendwie. Insofern, da hat das sicher alles irgendwo eine Bedeutung. Aber ansonsten ist für mich das Wichtigste, es funktioniert. Dafür verwende ich solche lustigen kleinen Rollen, aber nicht nur. Denn ich bin jemand, ich habe sehr viele Probleme mit sehr viel Spannung in den Muskeln. Und wenn ich die über die Zeit nicht rausbekomme, dann verletze ich mich, habe eher Zerrungen, habe eher Entzündungen, gerade an so Sehnenansätzen. Und deswegen muss ich persönlich, auch wenn es Leute gibt, die das überhaupt nicht müssen, extrem stark auf meine Muskeln schauen und sehr viel herumdehnen und herumflexibilisieren. Und sonst werde ich sofort wieder, sonst kriege ich sofort wieder Probleme. Ja, und genau das mache ich an solchen Pausetagen. Falls irgendjemand glaubt, dass ich bis zum Boden komme und dabei meine Beine durchgestreckt lassen kann, dem ist leider nicht so. Ich bin flexibel wie ein Elefant. Nach so einer Dehneinheit bin ich meistens etwas entspannter, etwas regenerierter. Ich fühle mich leichter gefühlt. Also das hört sich immer ein bisschen blöd an, aber man fühlt sich wirklich, als hätte man so ein bisschen Ballast abgelegt, gerade wenn man müde Muskeln hat. Und das gibt mir ein bisschen ein besseres Gefühl. Mache ich nicht jeden Tag, sollte man aber jeden Tag machen, sollte vor allen Dingen ich jeden Tag machen, weil ich da ja so ein bisschen veranlagt bin. Aber ich persönlich gebe es zu, ich komme nicht jeden Tag dazu, ich denke nicht jeden Tag daran. Aber eigentlich sollte man es jeden Tag tun. Meine größten Problembereiche sind eigentlich die Ferse hinten. Ich habe durch meine lange Zeit in engen Kletterschuhen klettern, habe ich irgendwann so eine sogenannte Haglundferse entwickelt, also eine Verhärtung des Fersenbeins, die dann quasi verdickt und dadurch hat man dann so richtig schön so eine kleine Beule hinten an der Ferse bei der Achillessehne und die macht immer wieder mal Probleme. Wenn man die lange und viel und regelmäßig dehnt und auch die Wade und so weiter und da die Spannung rausnimmt, dann kriegt man das ganze Problem so ein bisschen in den Griff. Aber klar, bei keiner Dehn-Session darf diese Übung für mich persönlich fehlen, um auch weiterhin so trainieren zu können, wie ich es tue. Für mich ging es am Dienstag zum Topaz-Klettern, so nennt sich das Ganze. Das ist im Prinzip Sichern oder Klettern am Selbstsicherungsautomaten, weil ich hatte keinen einzigen Kletterpartner. Ich habe die ganzen Topaz-Routen mal geklettert. Bei uns gehen die bis zum Schwierigkeitsgrad... Wäre jetzt praktisch, wenn ich das noch wüsste. Ich glaube 7b oder sowas. Und das ist eine wahnsinnig tolle Möglichkeit, um schnell und sehr kontrolliert zu klettern und zu schauen, wo kommt man wie weit. Ich finde die Topaz-Routen immer praktisch, wenn man On-Site-Sachen probieren möchte. Dann sind die neu geschraubt, dann hat man nicht so viel mit Nachdenken mit Klippen und Co., sondern man kann sich wirklich voll und ganz auf das Klettern und auf die Technik konzentrieren. Und dann ging es am Mittwoch eigentlich schon zu einer Laufrunde. Und beim Laufen, da ging es mir diese Woche sehr, sehr schlecht. Sehr langsam, extrem hoher Puls. Das ist was, das ich seit Corona wirklich immer wieder habe, dass ich gerade in meinen Grundlagenausdauerläufen und in den Grundlagenausdauerbergtouren, das wäre ein gutes Wort für Hangman, immer wieder Probleme habe mit meinem Puls, dass der einfach zu hoch ist und dass ich mich unfit fühle, obwohl ich relativ fit bin. Und das macht das Training immer wahnsinnig mühselig. Aber bei schönen Bedingungen oder bei guten Bedingungen laufen zu gehen, ist immer etwas Feines und deswegen kann man sich es eigentlich nicht sparen. Außerdem, wenn es im Plan steht, dann sollte man es halt auch machen. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich trainiere ohne Trainingsplan, aber dazu kann ich euch vielleicht mal an anderer Stelle was erzählen. Womit wir letztlich am Freitag angekommen sind, da hatte ich einen kleinen Ausflug in die Hauptstadt des Landes gemacht und in eine Boulderhalle mich mal wieder begeben. Ich muss an dieser Stelle auch gleich mal sagen, ich bin absolut kein Freund vom Bouldern. Ich bin ein großer Freund vom Klettern, vom Seilklettern und ich bin ein großer Fan von allen Bergsportarten eigentlich, nicht vom Bouldern. Bouldern ist für mich die absolute Pest, nicht weil ich es nicht lustig finde und nicht weil ich es nicht extrem gut kann oder sonst was, sondern einfach nur, weil ich es
komisch finde. Es macht mir nicht so viel Spaß. Es gibt ja noch Sachen, die machen einem nicht so viel Spaß. Das kennt ihr sicher auch. Das hat dann gar nichts damit zu tun, ob man gut oder schlecht ist. Auch wenn ich persönlich sagen muss, ich bin nicht sehr gut im Bouldern. Aber das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist eher, es ist irgendwie sowas. Manchmal ist es ganz lustig, dann macht es wieder ein bisschen mehr Spaß. Da hat man dann vielleicht Boulder oder Hallen, in denen das irgendwie logischer geschraubt ist. Und dann gibt es wieder Hallen, da ist es überhaupt nicht der eigene Stil und da macht das dann wirklich gar keinen Spaß. Und dann kommt man dann nicht wirklich mit den Bouldern zurecht, fragt sich viel mehr von der Zeit, mache ich überhaupt gerade das, was ich machen soll? Oder bin ich auf dem Holzweg? Und nicht so sehr, wie kann ich mich in meinem Körper jetzt maximal herausfordern, um stärker zu werden, weil dafür ist das Bouldern eigentlich ganz cool. Dafür bevorzuge ich persönlich aber dann Moonboards oder Kilterboards oder Spraywalls. Die sind dann zum Bouldern im Prinzip mein Bouldern sozusagen. Und damit endet im Prinzip auch meine Woche, weil leider waren die Zeit einfach für Bergtouren nicht wirklich da, was sehr schade ist, weil ich eigentlich in die Berge gehen sollte. Und jetzt ist leider in den letzten zwei Tagen der Winter gekommen und jetzt liegt sehr viel Schnee. Das heißt, nächste Woche gibt es Tourenvideos mit schwierigen Bedingungen und dann schauen wir mal, was wir noch so hinkriegen und was wir so machen können und dann werden wir viel Spaß in den Bergen haben, aber diese Woche war es leider sehr berglos. Aber schaut euch auf jeden Fall die Dehnübungen an, die ich euch hier vorhin noch gezeigt habe. Die sind wirklich wichtig für uns Bergsteiger, damit man verletzungsfrei bleibt. Gerade die Beine, da ist es unfassbar wichtig, dass quasi die Oberschenkel, die Waden und auch die Achillessehne immer wieder mal gedehnt wird, um möglichst flexibel zu sein und nicht zu viel Spannung in den Muskeln zu haben, weil gerade diese Spannung führt halt langfristig, gerade beim Training dazu, dass man sich irgendwann vielleicht mal verletzt. Es gibt Leute, die sind da verletzungsanfälliger und es gibt Leute, die sind da gar nicht anfällig. Und ja, ich weiß nicht, was ihr davon seid. Ich bin ein sehr, sehr verletzungsanfälliger Mensch, egal an welcher Körperstelle. Ich tue mir gerne mal weh, ich habe gerne mal Überlastungsschäden. Vielleicht gibt es aber auch Leute unter euch, die sagen, ich habe sowas noch nie und ich trainiere wie ein Schwein. Keine Ahnung, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Das war das Wochenupdate von mir. So, ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit und Bergheil.